So, willkommen Herr Plöger nochmal. Herzlichen Dank für einen tollen Vortrag, den wir heute hier bei den Strategietagen im Dolder in Zürich hören durften. Sie sind bei der DER Touristik Swiss AG als Vice President Corporate Development und Marketing für Wohl und Wehe des Marketings und auch die Revitalisierung einer Marke, einer Schweizer Traditionsmarke Cuoni zuständig. Was waren denn die Herausforderungen, denen Sie sich stellen mussten und wo stehen Sie heute? Ja, Hauptherausforderung war wirklich, dass wir im Jahr 2015 mehr oder weniger überrascht wurden von Schlagzeilen, die auf einmal auf uns eingeprasselt sind, nämlich dass Cuoni den Verkauf von Reisen einstellen möchte. Das war de facto nicht richtig. Was de facto stimmte, war, dass die Cuoni Group sich entschieden hatte, die Cuoni Reisesparte zu verkaufen. Aber entsprechend negativ ist das in den Medien aufgenommen worden. Und wir haben dann bis wirklich Ende 2015 warten müssen, bis feststand, wer uns sozusagen übernimmt und wer das Geschäft weiterführt. Das wird weitergeführt von der DER Touristik und damit von der Rewe Group, eine deutsche Firma. Auch das eine problematische Geschichte. Und im Prinzip war dann die Hauptaufgabe wirklich im Jahr 2016, sich auszurichten, sich aus der alten Gruppe zu desintegrieren, in die neue Gruppe zu integrieren, buchbar zu werden, relevant zu werden für den Verbraucher. Und wir haben daneben natürlich auch gesehen, dass wir eine ganz, ganz starke Marke haben, die wir revitalisieren wollten, weil es ein ganz, ganz großes Asset ist letztendlich, eine Markenbekanntheit von um die 90% gestützt, ungestützt von über 50%. Da kann man wirklich sagen, das ist eine Markenikone in der Schweiz, die auch extrem gut besetzt war von den Imagewerten, von den Markenklarheitswerten. Wo wir nachjustieren mussten, war beim Thema Preis-Leistungsfähigkeit, weil wir durch die neue Konstellation in der DER Touristik einfach viel günstigere Preise anbieten konnten, durch günstigere Einkaufskonditionen. Das war so der Step 1, die Preiswürdigkeit herauszustellen. Jetzt sind wir so bei Step 2, wirklich, wo es darum geht, die Marke noch bekannter zu machen, dafür zu sorgen, dass die Schweizer erfahren, dass wir ein ganz, ganz großes Portfolio haben. Wir bieten im Prinzip die gesamte Welt des Reisens an, von günstigen Badeferien bis zu handgefertigten Individualreisen an die entferntesten Plätze dieses Planeten. Das ist ein extrem faszinierendes Produkt. Ja, und damit beschäftigen wir uns natürlich unter Einwirkung von solchen Megatrends wie Digitalisierung, wie Individualisierung, wie immer stärkere Ansprüche der Kunden, denen man gerecht werden muss. Das ist im Prinzip so die Herausforderung, die uns alle letztendlich ereilt. Bei uns kommt hinzu, wir sind in einem Markt unterwegs mit extrem kleinen Margen. Das macht es nicht einfacher. Und wir müssen die Antwort geben auf die spannende Zukunftsfrage, warum braucht man in der Zukunft noch einen Reiseveranstalter? Das ist ein gutes Stichwort, ein aggressiver Markt mit geringen Margen. Was ist denn vielleicht ein Vorteil oder was sind die Alleinstellungsmerkmale oder auch Mehrwerte für Ihre Kunden, die Sie bei Cuoni bieten können, gegenüber einem reinen Online-Anbieter? Ein Online-Anbieter ist hervorragend, was das Thema Plattformtechnologie angeht, Buchung. Aber da sind wir auch mittlerweile sehr gut. Aber was wir wirklich haben, ist ein extrem gut ausgebildetes Personal. Wir haben Passion for Travel. Das durchzieht diese ganze Firma letztendlich. Das fängt natürlich an bei unseren Reisebüros. Aber das geht weiter über das Tour Operating, über alle Units, die letztendlich bei uns sind. Wir leben das Thema Reisen. Und ich glaube, wenn man sich wirklich günstige Badeferien wünscht, die man ganz einfach mal selbst bucht, das geht natürlich per Internet. Aber wenn es denn darum geht, mal die Individualreise durch Botswana mit Aufenthalt in Südafrika oder den Trip durch Indien mit späterer Verlängerungswoche in Japan. Wenn man so etwas sich zusammenstellen möchte, dann ist genau unser Zeitpunkt da, wo wir sagen können, wir bieten perfekten Mehrwert genau an dieser Stelle. Und natürlich sind wir auch sehr gut, zum Beispiel auch im Bereich Badeferien. Das kann man auch sehr gut über unsere Plattform buchen. Insofern, keiner braucht Booking. Sagen Sie mal, wenn man bei Ihnen eine Reise bucht und sagt, das ist mir jetzt meinetwegen 10.000 Schweizer Franken wert, ist die Möglichkeit auch vorhanden, dass man gleich eine Versicherung bei Ihnen abschließt? Selbstverständlich. Das Thema Reiseversicherung gehört zu unserem Standardprozess dazu. Bieten wir natürlich mit an in allen Facetten, die dazugehören, von wirklich einer relativ kleinen, schmalen Deckung bis zur total umfangreichen Deckung. Ist da für wirklich jeden Geschmack was dabei. Dann machen wir die Kamera jetzt mal aus, dann können wir uns vielleicht mal weiter unterhalten. Herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute. Sehr gerne, Dankeschön. Danke.